Für sie ist Realität alles, was mit der Hand angefasst werden kann und mit dem Auge gesehen werden kann. In einem Traum können sie genauso alles mit der Hand anfassen und mit ihren eigenen Augen sehen. Doch in Wirklichkeit haben sie weder Hand noch Auge, noch gibt es etwas, das angefasst oder gesehen werden könnte. Und trotzdem glauben sie ihren Wahrnehmungen und halten den Traum für Realität. Sie werden also hinters Licht geführt. Jemand, der in tiefem Schlaf liegt, könnte sich selbst zum Beispiel in einer ganz anderen Welt sehen. Er könnte träumen, er sei Pilot und fliege ein gigantisches Flugzeug. Er könnte sogar den dadurch hervorgerufenen Stress spüren. Tatsächlich aber hat er sich keinen Schritt von seinem Bett entfernt. In seinen Träumen könnte er verschiedene Orte aufsuchen, sich mit Freunden treffen, mit ihnen plaudern und mit ihnen zusammen essen und trinken. Obwohl all diese Wahrnehmungen keinerlei Bezug zu real existierender Materie haben, werden sie vollkommen realistisch erlebt. Erst wenn der Träumende aufwacht, wird er merken, dass alles nur Wahrnehmungen waren. Wenn wir also in unseren Träumen so leicht in einer irrealen Welt leben können, dann kann dasselbe auch auf die Welt zutreffen, in der wir leben. Wenn wir aus einem Traum erwachen, gibt es keinen logischen Grund, nicht zu glauben, wir befinden uns nun in einem anderen, längeren Traum, den wir das reale Leben nennen. Der Grund, warum wir unseren Traum als Illusion empfinden und die Welt als Realität, liegt in unseren Gewohnheiten und Vorurteilen. Dies bedeutet, dass wir auch aus dem Leben auf der Erde, von dem wir annehmen, es sei real, erwachen könnten, wie aus einem Traum. Nach den erörterten physikalischen Fakten ist dies die zentrale Frage. Wenn alle physikalischen Ereignisse, die wir kennen, im Wesentlichen Wahrnehmungen sind, was ist dann mit unserem Gehirn? Da das Gehirn, wie unsere Arme, Beine oder jedes andere Objekt, aus Materie besteht, muss es folglich ebenfalls eine Wahrnehmung sein. Ein Beispiel wird dies verdeutlichen. Nehmen wir an, wir könnten unsere Sehnerven verlängern und unser Gehirn aus dem Kopf nehmen, sodass wir es mit unseren Augen sehen und mit unseren Fingern berühren können. So würden wir erkennen können, dass unser Gehirn auch nichts anderes ist als eine Wahrnehmung, die von unserem Gesichtssinn und unserem Tastsinn verursacht wird. Was aber ist dann der Wille, der sieht, hört und mit all den anderen Sinnen wahrnimmt, wenn nicht das Gehirn? Wer ist es, der sieht, tastet und Geschmack und Geruch wahrnimmt? Wer ist das Wesen, das denkt, Gefühle hat und mehr noch, der sagen kann, ich bin ich? Ein großer Denker unserer Zeit, Karl Pribram, stellt dieselbe Frage. Seit der griechischen Antike grübeln die Philosophen über den Geist in der Maschine, den kleinen Menschen im Menschen und so weiter. Wo ist das Ich, die Entität, die das Gehirn benutzt? Wer ist es, der den Akt des Wissens vollzieht? Oder, wie der heilige Franziskus von Assisi sagte, wir halten Ausschau nach dem, was Ausschau hält. Dieses metaphysische Wesen, das das Gehirn benutzt, das sieht und fühlt, ist die Seele. Was wir die materielle Welt nennen, ist die Gesamtheit der Wahrnehmungen, die von der Seele gesehen und gefühlt wird. Genau wie die Körper, die wir besitzen, und die materielle Welt, die wir in unseren Träumen sehen, keine physikalische Realität besitzen, so hat auch das Universum, das wir bewohnen, keinerlei physikalische Realität. Das eigentliche, absolute Wesen ist die Seele. Materie besteht lediglich aus den Wahrnehmungen der Seele. Ja, selbst wenn wir von der Annahme ausgehen, dass Materie real ist, so führen uns doch die Gesetze der Physik, der Chemie und der Biologie zu dem Faktum, dass Materie eine Illusion ist und zu der unvermeidlichen Tatsache, dass Materie metaphysisch ist. Das ist das Geheimnis hinter der Materie.
diese unwiderlegbare Tatsache alarmiert einige materialistische Wissenschaftler, die Materie für die absolute Existenz halten. Der Wissenschaftsautor Lincoln Barnett schreibt in seinem Buch Das Universum und Einstein: Im Einklang mit der Philosophie haben auch Wissenschaftler mit dem Abbau aller objektiven Realität bis auf eine Schattenwelt von Wahrnehmungen die alarmierenden Grenzen der menschlichen Sinne erkannt. All dies führt uns zu einer bedeutsamen Frage. Wenn die Dinge, die wir als Materie auffassen, lediglich aus Wahrnehmungen unserer Seele bestehen, was ist dann die Ursache dieser Wahrnehmungen? Bei der Beantwortung dieser Frage müssen wir bedenken, dass Materie keine eigenständige Existenz besitzt, sondern selbst eine Wahrnehmung ist. Aus diesem Grund muss diese Wahrnehmung durch eine andere Kraft verursacht worden sein, was nichts anderes bedeutet, als dass sie erschaffen worden sein muss. Weiterhin muss diese Schöpfung andauern. Wenn es keine kontinuierliche Schöpfung gäbe, würde alle Materie verschwinden und verloren sein. Dies ist vergleichbar mit einem Fernsehgerät, auf dem ein Bild zu sehen ist, solange das Sendesignal fortdauert. Sobald die Übertragung gestoppt wird, wird auch das Bild verschwinden.